sieht aus wie ein Traumauto. Der Wagen, der war gegenüber einem normalen deutschen Verkaufspreis um 3.000 günstiger. War aber mal eine Schrottkarre. Du hast da ein totes Auto gekauft. Die Gebrauchtwagenfalle. Die Täter wollen natürlich die Spuren möglichst gering halten. Betrifft Mittwoch 20:15 Uhr. Ein Riesengefahrenpotenzial, mit dem wir es hier zu tun haben.